YouTube! Willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Game. Ein Indie-Horror-Game, wahrscheinlich wird das jetzt schon Kult, denn es heißt Don't Scream. Wir müssen 18 Minuten lang durch ein Waldstück spazieren, ohne zu schreien. Der Timer läuft nur dann, wenn wir uns bewegen. Sobald wir schreien, sobald wir uns erschrecken, setzt sich der Timer wieder zurück und die 18 Minuten beginnen von vorne. Das ist die Challenge. Und es ist so ein richtiges YouTuber-Streamer-Game, wie ich finde. Ich bin trotzdem gespannt. Hier sieht man gerade die Mikrofonauspegelung. Wenn ich laut rede, dann pegelt das schon aus. Wenn ich aber ganz normal und leise rede, dann passiert gar nichts. Bewerten und kommentieren. Hashtag Angsthase in die Kommentare. Und wir starten jetzt. Aber pssst. Wow, die Grafik ist ja richtig gut. Also, wenn ich stehen bleibe, stoppt die Zeit. Wenn ich mich bewege, dann geht die Zeit weiter. 31. Oktober 1993. Habe ich da ein Schreien in der Ferne gehört? Also ich rede jetzt extra leise, ne? Natürlich nehme ich die Challenge super ernst. Und wenn ich jetzt schreien würde, weil ich mich erschrecke, dann würde das Ding auf jeden Fall auspegeln. Aber ich muss das ja so einstellen, dass ich ein bisschen moderieren kann. Aber wir flüstern, okay? Das wird ein ganz leises, gemütliches, chilliges Let's Play. Alter, was ist hier passiert? Ist das ein Flugzeugabsturz? Kann man sprinten? Man kann so ein bisschen sprinten. Ja, hier sind Sitze von einem Flugzeug. Das ist aber Holzklasse, du. Das ist doch niemals erste Klasse. Na, bis jetzt ist es eigentlich ganz gemütlich. Da scheint ja gar nichts zu passieren, oder? Wow. Da drüben ist ein Limo-Automat. Und Leichen. Okay, wer hat die Leichen da oben hingehangen? Ist das The Forest? Kann ich mir eine Limo ziehen? Ich würde mir gerne Limo ziehen. Was war das? Hallo? Irgendjemand hier? Das liegt hier aber schon eine ganze Weile, oder? Und ich glaube, es wird ziemlich schnell dunkel. Was sind das für merkwürdige Geräusche? Ist das eine Ziege? Ziegenmann? Klingt, als würde jemand eine Ziege würgen. Können wir irgendwie reinzoomen oder sowas? Wow. Flugzeuggeräusche. Eine Explosion. Sie verlieren an Höhe. Und Crash. Oh! Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass sowas passiert. Ich wusste es.
Okay, diesmal bin ich absolut vorbereitet. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Warum ist hier ein Straßenschild? Minimart, Homestead, Farm und der Friedhof. Und wer zum Geier ist das hier? Die wurde mit einem Messer festgenagelt. Und die liegt doch noch nicht lange hier, oder? Weißt du was? Ich gehe diesmal einfach zum Friedhof. Mein Gefühl sagt mir, der Friedhof ist der am wenigsten gruselige Ort in der Gegend. Ich meine, auf einem Friedhof ist doch noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Warum? Weil die Leute Respekt haben vor den Toten. Auf einem Friedhof ist ja ein heiliger Boden. Quasi. Das ist aber ein kleiner Friedhof. Ich habe irgendwie mit ein bisschen mehr gerechnet. Kann man da rein? Scheint nicht. Ich höre irgendwie immer in der Ferne Schreie oder sowas. Wollen wir direkt auf die Schreie drauf zulaufen? Es zeigt halt, wie tough wir sind. Okay, hier ist auch noch ein bisschen Friedhof. Das ist eine Falle. Das ist 100% eine Falle. Kann ich da rein? Okay. Was war das denn? Das klang wie ein Zug. Ich frage mich, wenn ich jetzt einfach stumpf in eine Richtung renne, komme ich irgendwann wieder bei diesem Straßenschild an? Wow. Oh Gott, ich glaube, ich bin in Silent Hill gelandet. Boah, ich habe erst 3 Minuten geschafft, ne? Diese 18 Minuten ziehen sich ewig lang. Ich dachte eben gerade ganz kurz, da würde jemand stehen, aber es ist nur der Baum. Ich höre Schritte, ich glaube, ich höre Schritte. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja die Hölle hier. Da hinten ist Licht. Okay, was ist da hinten? Irgendwas leuchtet da hinten. Irgendjemand wandert da hinten rum. Psst, leise, leise. Das Licht ist weg. Scheiße, bin ich wieder beim Friedhof?
Irgendjemand ist auf so eine alte PET-Flasche getreten. Da hat jemand wieder seinen Müll im Wald rumliegen lassen. Bleib einfach hier. Oh Gott, hier ist Blut. Das ist doch Blut, oder? Warte. Yep, ist Blut. Ich hab's abgeschmeckt. Ich hab's probiert, ich hab's mir ins Zahnfleisch gerieben. Es ist Blut. Das ist nur die Natur. Das ist nur die Natur. Das ist nur die Natur, alles gut. Okay, da drüben ist noch mehr Friedhof. Ich glaube, wir laufen jetzt wieder in Richtung von dem Flieger. Alter, was geht denn mit den Tieren hier in der Gegend? Okay, wir sind bei 12 Minuten. Keine Zombies. Da hinten ist wieder Licht. Irgendjemand rennt hier auch rum. Wahrscheinlich ein anderer Spieler und gleich erschrecken wir uns gegenseitig. Hallo? Was zur Hölle? Eine Tür? Warum ist hier eine Tür? Tja, hier steht einfach mal so eine Tür rum. Kann ich überhaupt den Typen mit der Taschenlampe erreichen? Da hinten. Alter, wir machen das so easy gerade, ne? Noch 10 Minuten. Das ist der Limo-Automat. Das war einfach nur der Limo-Automat. Kein freundlicher Mann, der uns helfen möchte. Was zum Geier? What? Da war doch eben gerade, habt ihr es gesehen? Da war doch eine tanzende Frau oder sowas, ne? Ob sie denselben Scare noch einmal eingebaut haben? Okay, ich bin bereit. Ich habe keine Angst.
Kriegen wir easy hin. Ich bin so vorbereitet jetzt. Tja, Spiel, hier hast du deinen Meister gefunden. Einmal kriegst du mich, aber ein zweites Mal. Hier hast du deinen Meister gefunden. Schon merkwürdige Geräusche, ne? Das könnte eine Falle sein. Das Spiel sagt, ich soll hier entlang. Oh mein Gott, auf einmal läuft die neben mir. Ach, eine weinende Lady. Oh! Alright. Alright. Gut. Der Punkt geht an dich, Spiel. Der geht an dich. Vielleicht gehen wir mal zur alten Farm, hä? Huh? Kann man den Rucksack looten? Ich will Loot. Ich will einfach nur Loot. Und schon bin ich happy. Es wird aber auch hier in diesen Wäldern super schnell dunkel, ne? Okay, Flugzeug war hier, Friedhof da. Jetzt gehen wir mal auf die gute alte Farm. Was ist das für ein Geräusch? Klingt wie der Wind. Habt ihr das gerade gesehen? Was ist das denn? Ach, eine Parkbank. Ich weiß nicht, irgendwie der Wald hat so was Unnatürliches. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Backrooms-mäßig, ne? Was ist das denn? Keine Ahnung, irgendwas liegt da rum. Wahrscheinlich eine Verpackung. Und ein Billy-Bier. Die waren doch gar nicht mehr verkauft. Ist das schon wieder ein Getränkeautomat? Sag mal, werden die gesponsert? Das meine ich, in welchem Wald ist ein Getränkeautomat, der dann auch irgendwie noch Strom bekommt? Ja, der muss ja irgendwo angeschlossen sein. Der läuft ja nicht mit einer Solarzelle oder sowas. Das hat so ein bisschen was von den Backrooms, finde ich. Hier ist ja jede Menge Blut wieder. Tja, ist vielleicht keine Farm, sondern der Gnadenhof von Kreis Industries. Wollen wir da wirklich rein? Okay, hier ist irgendeine Sekte zugange. Na super. Und woher kommt diese Silent Hill Sirene?
Aber ein sexy Ass, ne? Das muss man ihnen lassen. Nice Boobies. Nur Frauen. Hier wurden nur Frauen abgeschlachtet. Ist das ein Astronaut? Achtung, wir könnten jetzt gleich erschreckt werden. Warum ist hier ein Astronaut? Tja, die Leichen sind vielleicht schon zu hot für YouTube. Was ist das hier für ein Symbol? Entweder der ganze Wald hier kracht zusammen oder ein Riese stampft hier durch die Gegend. Was ist jetzt los? Meine Kamera ist kaputt. Yo. Frag mich halt, wie groß ist das ganze Gebiet hier? Da hinten leuchtet auch irgendwas. Okay, schon mal keine Toiletten-Jumpscares. Hallo? Also ich glaube, ich würde einfach in die Hütte gehen und dort ausharren. Oh, leck mich doch. Die Tiere hier in der Gegend sind auch irgendwie alle auf Crack, ne? Gewesen? Okay, man kommt wirklich in die Hütte nicht rein. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Ist das schon wieder ein Getränkeautomat? Nee, es ist ein Pfeil. Ja, ein paar Vögelchen. Okay. Okay. Ich hab's verstanden. Ihr wollt mir Angst einjagen. Es ist schon so ein bisschen unheimlich. Okay, bewegen die sich?
glaube nicht, ne? Ich bleibe stehen. Kann jemand mir bitte eine Knarre geben, damit ich diese ganzen Tiere hier einfach wegdezimieren kann? Dankeschön. Okay, das ist ein Licht, das sich bewegt. Und hier ist wieder Blut. Irgendjemand rennt hier rum. Irgendjemand rennt hier rum, mordet, metzelt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe mich total verlaufen hier, ne? Aber so würde es sich wahrscheinlich in einem echten Wald anfühlen. Bei Nacht. Oh nee, jetzt kommt wieder die Alte. Bei Nacht sieht halt wirklich alles gleich aus. Und wenn es dann noch so eine finster Schwarze ist. Ich meine, das ist ja voll die unnatürliche Schwärze hier. Kein einziger Stern am Himmel. Drehst du durch, ne? Dann drehst du einfach durch. Warum Astronauten? Ich check's nicht, ne? Kann das jemand... Kann das jemand bitte mal in den Kommentaren erklären, warum hier überall tote Astronauten rumliegen? Dankeschön. Okay, wir haben die Hälfte. Wir haben die Hälfte geschafft. Okay, das ist der Brunnen. Das ist der Brunnen aus The Ring. Oh. Boah, ich musste mich eben gerade richtig zusammenreißen. Je weiter man vorankommt, ne, umso schlimmer wird's. Na, auf dich falle ich nicht rein. Nee, nee, die alten Tricks. Die ziehen nicht. Die ziehen nicht, Alter. Was ist denn das jetzt? Der Supermarkt? Habe ich den Supermarkt endlich erreicht? Ja, Spiel, du musst schon ein bisschen intelligenter werden. Ein Einkaufswagen. Oh Gott. Wie gruselig. Der nächste Scare ist wahrscheinlich Inflation. Oh, Spritpreise.
Jahre Horror. In der Gegend hassen die Frauen, ne? Ich korrigiere, in der Gegend hassen sie Model. Scharfe Supermodels. Das hassen sie in der Gegend. Tür hier, ist die wieder fake? Gehen wir nochmal rein. Hört ihr das? Klingt so, als würde irgendjemand irgendwo was schmatzen. Oh, ich dachte nämlich, der steht direkt hinter mir. Ich war schon voll vorbereitet. Da kommt er so verzögert und... Alright, 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 alright. Na gut. Okay, diesmal klappt hier aber auch nichts gegen mich. Ich werde knallhart sein. Das war der Minimart. Gut, gehen wir hier lang. Homestead. Das ist die neue Richtung, die wir einschlagen. Ich meine, die ersten Minuten sind eh easy. Ich glaube, die Getränkeautomaten haben die nur deswegen gemacht, damit man halt irgendwelche Orientierungspunkte in der Nacht hat. Weil klar, wenn irgendwas in der Ferne leuchtet und blinkt, dann rennt man erstmal drauf zu, weil man ja wissen will, was da ist. Und dadurch lotsen sie dich immer wieder in bestimmte Gebiete rein. Wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit hier um den Getränkeautomaten spaziere, hätte ich doch eigentlich auch easy gewonnen, oder? Ich gehe durch meinen Wald und spaziere bei meinem Getränkeautomaten. Die Zeit, die lässt mich kalt. Denn ich habe ja meinen Automaten. Tja, damit würden die mich niemals dran kriegen. Aber ich akzeptiere die Challenge. Ich glaube, sobald es dunkel wird, kommt diese Sirene aus Silent Hill. Dann kommt Siren Head. Ist da drüben eine Kamera? Cool, wenn irgendwas aus dem Kofferraum springen würde. Was ist das? Kaffeebecher, eine Kamera? Ich weiß es nicht. Naja, das Auto fremder Leute lässt man ja in Ruhe. Vögel hier in der Gegend sind aber auch echt handzahm, ne? Moment mal, meine Zeit kommt gar nicht voran. Weil ich hier auf dem Grundstück bin? Jetzt geht's wieder.
Alter, hier drin bleibt die Zeit stehen. Das ist ja mies. Das ist ja richtig mies. Der Ort ist aber auch echt der gruseligste. Alter, Alter, der Schrei ist in meinem Hals stecken geblieben. Downtown Booming. The City Times. Boah, wenn du dein Leben hast, dann gehst du in dieses Haus hier. Okay, die Kamera ist absoluter Totalausfall. Boah, das Haus ist ja geisteskrank. Ah, guck mal, ein Foto von mir. Aber warum zählt die Zeit hier drin nicht? So richtig räudig. Der Duschvorhang ist so schmutzig, dass der wahre Horror. Okay, die Tür hier ist zu. Was denn? Wo denn? Hatten wir die Tür nicht offen? Okay, wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Geister wollen mit mir Ball spielen, ist doch eigentlich ganz nett. Was zum Geier bin ich irgendwie? Irgendwie wird man hier drin total gestört im Schädel. Alter, vergiss das Haus. Scheiß auf das Haus. Sowas von weg hier. Boah, die Bude war ja mies. Und sie hat keine Sekunde meiner Zeit abgezogen. Das ist ja richtig dreckig. Weißt du, gehst du in so eine Horrorbude rein, bist schon total terrorisiert und kriegst dafür nicht mal eine Sekunde. Wahrscheinlich falle ich jetzt gleich irgendwo einen Hang runter und breche mir die Beine. Das ist der wahre Horror. Bist spät dran, Sirene. Bist echt spät dran. Also wann geht die los? So Richtung 15 Minuten?
Tja, jetzt weiß ich nicht, wo wir sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hinterm Haus lauert. Wahrscheinlich wieder betrunkene, cracksüchtige Tiere, die gleich an mir vorbeirennen. Ist da vorne irgendwas? Ey, dieser Chrysler, ne? Ganz normale Waldgeräusche, wie in jedem guten deutschen Wald. In jedem guten deutschen Wald hört man solche Geräusche. Normales, ganz normales Waldgeräusch. Ich darf nicht zu laut hitlern, sonst zählt das als Schrei. Aber du kannst Hitler einfach nicht leise imitieren. Hitler hat nie leise gesprochen. Wie soll das gehen? Ich kann mir Adolf irgendwie gar nicht flüsternd vorstellen. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, okay. Ein schreiendes Wesen. Da war doch eben gerade eine Vogelscheuche. War das ein Hund? Blondie. Blondie, komm her. Ich hoffe, wir finden nochmal den Supermarkt, weil mit dem waren wir ja noch gar nicht durch. Da waren ja potenziell noch Sachen drin, die wir gar nicht gesehen haben. Hat jemand ganz, ganz fiese Blähungen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, das Vieh war dreckig. Kein Wald mehr. Wo bin ich? Wo zum Geier bin ich? Als der Wald plötzlich aufgehört hat zu existieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe überhaupt gar keinen Orientierungspunkt mehr. Was ist das denn hier? Ist das ein toter Vogel? Fallen jetzt schon irgendwelche toten Vögel vom Himmel? Du hörst hier dauernd umstürzende Bäume, ne? Aber siehst keinen einzigen Baum, der umstürzt. Bäume siehst du eine Menge, aber keiner, der umstürzt. Diese Dreckskamera, ne? Auf einmal geht sie wieder. Boah, ich glaube, ich habe mich so richtig im Wald verirrt. Hier ist nirgendwo ein Limo-Automat, der in der Ferne mir den Weg weist. Ich gehe einfach immer geradeaus. Ich will einfach nur noch die Zeit. Die Zeit will ich einfach nur noch jetzt meistern. Ich will einfach nur, dass wir es jetzt irgendwie hinbekommen. Ist wieder die Taschenlampe, die hektisch hin und her leuchtet. Hallo, hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Ich gehe jetzt straight hin und stell den Mann zur Rede.
das meine ich. Und der ist weg. Ich glaube, das sind irgendwie so Tricks vom Spiel, dass du in die Richtung läufst, in die sie dich haben wollen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch bestimmt ein Elch. Noch Elchgeräusche. Oder? Ich habe schon die volle Dröhnung im Horrorhaus abkassiert. Boah, ich glaube, so viele Kameraprobleme hat mir noch in keiner Runde, ne? Unsere alte Sony gibt langsam den Geist auf. Ich würde halt gerne nochmal in diesen Supermarkt rein, aber ich glaube, den finden wir nie wieder. Tja, jemand hat irgendwo auf dem Picknickplatz sein Baby vergessen. Nee, den Supermarkt, den finden wir nie wieder. Das ist ekelhaft. Das ist echt ekelhaft, wenn jemand einfach so neben dir plötzlich läuft. Das ist richtig, richtig ekelhaft. Okay, warte mal, wir schauen uns mal so ein bisschen um. What? Okay, auf einmal kam eine riesige Welle Spinnen auf mich zu. Ich glaube, ich bin einfach schon psychologisch viel zu sehr abgehärtet. Außerdem habe ich null Angst vor Spinnen. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, was für abartige Monsterspinnen in meinem Haus leben. Fasse ich mit den Händen an und zack, raus mit den Viecher. Okay. Auch sowas hier, eine tanzende Lady, juckt mich in Feuchten. Die kriegt mich nicht. Ey, davor habe ich immer irgendwo ein Licht gesehen. Ein Automat irgendwo in der Ferne. Wie kann die noch reden? Die hat keinen Kopf. Wie kann die noch reden? Aber ich sag ja, jede Leiche hier ist irgendwie ein Unterwäschemodel. Der Wald der toten Unterwäsche-Supermodels. Das ist der wahre Horror. Fängt es jetzt an zu regnen? Jetzt einfach mal in die Richtung. Cool, da ist eine Felswand. Habe ich da gerade was leuchten gesehen oder habe ich mir das eingebildet? Boah, wenn jetzt das Wetter noch kippt,
Richtig mies. Richtig, richtig räudig. Was sagst du, Flüsterstimme? Diesen Weg? Na gut, dann nehmen wir diesen Weg. Okay, wir sind bei 5 Minuten angekommen. Ich glaube, wir haben es so gut wie durch, ne? Ich frage mich, was ist die Geschichte dahinter? Irgendein Wesen haust hier im Wald und ist dazu nur da, um uns irgendwie den psychologischen Wahnsinn zu treiben? Aber ich hätte das Spiel noch viel härter gemacht. Ich meine, die Optik finde ich richtig gut. Ja, es hat eine echt geile Atmo, eine geile Atmosphäre, so dieses Düstere hier im Wald. Aber irgendwie fehlt mir hier noch diese geisteskranke, verstörende Komponente. So richtig ein Spiel, was dich an deine Grenzen bringen will. Ich meine, durch den Kamerafilter und so wirkt das Ganze hier auch, ich sag jetzt nicht fotorealistisch, ne? Aber es hat sowas Realitätsnahes. Wow, das kam eben out of nowhere. Komm schon. Komm schon. Okay, soweit so gut. Noch 3 Minuten 35. Tja, du seelenfressender Dämon. Mich kriegst du hier nicht. Boah, ich bin jetzt richtig angespannt. Aber nur wegen der Zeit. Ja, da fehlt mir noch so ein bisschen die Hardcore-Komponente. Zum Beispiel, dass man auch Schritte hinter sich hört und sowas. Ja, da fehlt irgendwie so der psychologische Kick. So richtig schön reinballert. Aber es sind halt auch immer kleine Studios, die haben kein Geld. Was wir hier sehen, sind alles immer irgendwelche Assets. Alright, alright, wir beruhigen uns. Schon, Alter, die letzten 2 Minuten.
letzten 2 Minuten, die schaffen wir jetzt auch noch. Wow. Ja, streng dich an, Spiel. Streng dich an. Also, mit Ekel kriegt man mich in Spielen. Also, mit Ekel bekommt man mich garantiert in keinem Spiel zum Schreien. Okay? Jetzt nochmal ganz tief reingreifen in die Jumpscare. In die Jumpscare-Kiste. Alter, wir haben es geschafft. Nur noch 1 Minute. Nur noch 1 Minute. Dann sind wir durch. Oh, dieser Kameraausfall. Das war ziemlich billig. Oh mein Gott. Was habe ich hier gefunden? Ich habe ein Schiff gefunden. Okay. Und es ist hell geworden plötzlich. Schlagartig. Zack. Symbole wie aus Alan Wake 2. Alles klar, was soll ich hier machen bei dem Schiff? Oh, ich dachte schon, jetzt hätte ich es noch versaut. Okay, es war ein Early Access nur. Also die Idee finde ich super, ja. Es ist eine großartige Idee. Es hat auch eine coole Atmosphäre, es hat auch eine coole Optik, aber man merkt halt, die haben wieder nur diese Standardsachen, diese Standardbaukästen zur Verfügung gehabt. Ja, ne. Zwar ist es Unreal Engine 5, aber es ändert nichts an dem ganzen Design. An sich ist es eine coole Erfahrung. Kann man mal mitnehmen. Jetzt auch so zu Halloween ist es eine nette kleine Spielerei. Hier und da war es auch mal ganz spooky. Aber es fehlt noch so ein bisschen der psychologische Knackpunkt. Und lauter konnte ich das Spiel auch nirgendwo stellen. Falls es ein bisschen leise war oder so. Aber es gibt keine Option. Die einzige Option, die man hier hat, ist Video-Option Low and High Quality. Und bei Controls. Ja, das war's. Ne? Mehr gibt's da nicht. Interagieren mit R, okay. Ja, also, wie gesagt, ein cooles Spiel. Checkt es gerne mal ab. Probiert es mal selber aus. Ich glaube, das ist auch was, wo man ganz gut selbst in einem dunklen Raum abends mit Headset genießen kann. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Horrorspiel. Ich guck mal, dass wir jetzt zu Halloween da ein bisschen mehr machen, dass ihr da ein bisschen versorgt werdet. Gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!